Herzlich willkommen bei den ersten Yukon on the Road. Letztes Jahr haben wir die Yukon gegründet mit der ersten Veranstaltung live vor Ort in Köln. Ein großes Erfolg. Bei den Yukon geht es um über die Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist exakt, wovor wir heute hier zum Gast sind bei Beck Vehicle Works in Holland. Und als ich das erste Mal von dem Dreh erfahren habe, das, was wir hier heute vorhaben, ist mir sofort ein Produkt in den Kopf gekommen. Und das ist mein geliebter Kinnbügelhörer von Sennheiser. Wenn ich so an die ein oder andere Hörgeräteanpassung zurückdenke, war das schon mal gewesen, wenn ich dann ausnahmsweise mal offen angepasst hatte, dass Kunden natürlich so mit ihren Hörsystemen super zufrieden waren, aber es kam immer das Feedback, es geht nichts über meinen Sennheiser. Und wer kennt sich damit besser aus als du? Und Vince, stell dich doch einfach ganz kurz bitte einmal vor. Vielen Dank für die Einladung, Jungs. Vincent Ostendorf, Holländer, wie du, seit 1998 tätig in das Hörakustikerbereich und seit die letzten 2 Jahre weltweit zuständig für die Verkäufe der Sennheiser Audiologie-Produkte. Und ich sehe, du hast die 5. Generation hast du mitgenommen. Exakt. Super. Der läuft immer noch. So, jetzt haben wir natürlich hier in der Garage natürlich das Thema alt auf neu. Ja, ja, definitiv. Und das ist auch ganz spannend. Es geht um eine Reise, ja. Es geht um die Zukunft. Und was schöner ist es, dass man von ganz, ganz alten Autos, ja, alte Schrott eigentlich, total nagelneue Wagen macht, die total vorbereitet sind auf die Zukunft und noch viele, viele, viele Jahre und Kilometer fahren dürfen. Und wir haben natürlich heute auf der Agenda stehen, dass wir einen kritischen Blick in die Zukunft werfen. Die Yukon ist wirklich das Thema, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wir wollen auch kritische Themen ansprechen. Und ein altes Thema sind zum Beispiel Hörhilfen, die man einfach im Discountermarkt kaufen kann. Jeder kennt diese Hörverstärker für 20 Euro. Das ist ein altes Thema, das hat mich noch niemals irgendwie nervös gemacht oder sonst irgendwas. Aber ein Thema, das halt alt ist, aber heute auch wieder eine neue Bewandtnis hat, ist das ganze Thema OTC, Over-the-Counter-Produkte. Und das ist natürlich ein Thema, wo sofort sehr viele Menschen sehr aufmerksam werden, sehr hellhörig werden, weil das eine unweigerliche Veränderung mit sich bringen kann. Also es ist eine Art Trend oder ein Zug, der losfährt, den ich gar nicht mehr aufhalten kann. Und jetzt liegt es natürlich irgendwo auch an mir, im Driver Seat zu sein und das aktiv gestalten zu können. Oder einfach dabei zuzuschauen, wie es davon fährt. Das ist natürlich die andere Alternative. Meine erste Frage an dich, Vince, ist: Was macht ein Produkt zu einem OTC? Eigentlich ist das ganz einfach zu sagen. OTC-Produkte sind Hörgeräte, wo man keine Verordnung braucht und selbst anpassen kann. Im USA gibt es zu viele Menschen mit einem Hörverlust, die kein Hörgerät haben. Das ist einer durch die Investition, die man da machen muss, und zweitens auch wirtschaftlich hat das seine Konsequenzen. Und deshalb hat man versucht, die Anpassung früher verfügbar zu machen für die Leute, auch wirtschaftlicher Gründe. Ich als Akustiker denke mir natürlich dann auf mein lokales Business, hey, was soll das? Ich bin doch die Fachkraft, ich kann einen gewissen Qualitätsstandard in meiner Anpassung herbeiführen, ich mache eine gute, wertige Arbeit, warum wird das jetzt sozusagen über den Tresen hinweg verkauft? Sehr interessant fand ich den Aspekt, den du gerade genannt hast, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, genau. Weil einfach auch verschiedene andere Bereiche dann mit in Leidenschaft gezogen werden. Und das ist natürlich da, wo man an der Stelle seine Perspektive öffnen muss. Viele Amerikaner, die kein Hörsystem haben, brauchen aber, um das gesamte große System nicht weiter zu belasten, eine adäquate Lösung, die sie früher bekommen. Genau. Und ich denke, es sind viele Sachen, die dann am Anfang wahrscheinlich schlechter werden, oder? Ja, definitiv. Das größte Problem ist, im beruflichen Leben auch, aber persönlich, ja, da weiß man ganz genau, Hörverlust, kein Hörgerät, das leitet zu Problemen. Aber lass uns mal die Karten auf den Tisch, Finch. Mhm. Braucht die Akustiker Angst zu haben für das Thema OTC? Ha. Nein, ganz klar. Warum nicht? Auch ganz klar. Das ist die Zukunft. Eins, wir wissen nicht, wann OTC-Produkte verfügbar werden in Westeuropa. Ich habe hier keinen Glaskugel, um zu sagen, Jungs, dann ist es soweit. Wenn wir die haben,
dann wissen wir auch, dass das nächste Gespräch auf Hawaii stattfinden soll und nicht hier in das schöne Holland. Also die Frage, wann es in Deutschland konkret kommt, kann man nicht beantworten. Kann man nicht beantworten. Aber dass die Produkte kommen, ja, da können wir vielleicht schon sagen, ja, die kommen. Aber wann, das wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall auch eine spannende Überlegung, weil wenn es dann um mein Schicksal vor Ort geht im Fachgeschäft, das würde ja bedeuten, ich weiß, es kommt ein Trend, es wird irgendwann eine Kundengruppe geben, die ich vielleicht noch nie erschlossen habe, die vielleicht seit wirklich vielen Jahrzehnten brach liegt, die bei mir ans Fachgeschäft ankommt, an eine Tür klopft, die ich vielleicht gar nicht öffnen kann, genau, weil ich mich gar nicht vorbereitet habe auf dieses Produkt, auf diese Richtung. Genau. Ich glaube, wenn wir das Vergleich machen mit zum Beispiel Nokia. Ich bin ein Mensch, der immer sagt, die Zukunft müssen wir umarmen. Warum? Guck mal, Nokia. Das war das Handy, Jungs. Für 20 Jahre her. Das war ein Hammer. Wirklich, praktisch ein Hammer. Damit konnte man einen Nagel ins Mauer hacken. Und guck mal, was Nokia heute noch wert ist. Die haben leider zu spät die Zukunft umarmt und gedacht, das machen wir weiter. Aber da kam dann Smartphone und das ist es heute auch. Und es gibt fast kein Nokia mehr. Also das heißt, wir haben geklärt, warum gibt es OTCs? Weil wir einfach aus dem amerikanischen Markt gelernt haben, Menschen brauchen Produkte früher, weil die Durchdringung oder die Anpassung der Gesamtmenschen genau, sehr gering ist. In Deutschland können wir es noch nicht vorhersagen, wann diese Produkte kommen werden. Irgendwann wird das der Fall sein. Ich denke aber so mal ganz pragmatisch, wir reden ja von heute und jetzt. Wir gucken ja nicht nur in die Zukunft, sondern wir gucken jetzt auch mal nach heute. Wenn jetzt aber OTCs noch etwas dauern, wird jetzt der gesamte Markt jetzt nicht ewig warten und Sennheiser wird bestimmt auch nicht warten. Was ist denn der aktuelle Status quo? Okay, dann haben wir das nächste Thema, Hearables. Hearable ist ganz einfach. Es ist ein drahtloses Kopfhörer, Trageform zu Wireless. Ich habe hier der Momentum mitgenommen, nur zum Beispiel. Man sieht hier Kopfhörer, kein Draht, das tragt man in Ohren. Hearables unterschieden sich in Hearables für Audio-Video-Bereich, wenn man zum Beispiel ein Video anschauen möchte am Handy, aber auch im Bereich Hörsprachverbesserung. Und auf deine Frage zurückzukommen, wir sind fast so weit, dass es tatsächlich auch ein Sennheiser Hearable geben wird. Ein Kopfhörer, Trageform True Wireless, mit Sprach- und Hörverbesserung. Muss jetzt der Akustiker grundsätzlich Angst haben, dass sind nur noch die 70-jährigen Schwerhörigen oder schwerhörigen Personen, die ein Hörsystem auf klassischer Weise im Fachgeschäft kaufen, jetzt dann zum Elektronikfachhandel abwandern? Oder wie läuft das? Wie kann ich mir das reinpacken? Ah, das ist, ich glaube, eine sehr gute Frage, weil das ist auch tatsächlich der Grund, dass die Hörakustiker das Produkt umarmen müssen. Hearables. Wir wissen, dass es schon am einen Alter von 45 Ursache gibt, wenn man zur Kneipe, im Restaurant, Bar, ein Familientreffen, da gibt es doch immer Situationen, wo man sich die andere Person nahe zutritt, um tatsächlich zu verstehen, was da gesagt wird. Und da braucht man eine Sprachhörverbesserung. Die jüngeren Leute werden sich sicher noch kein Hörgerät kaufen. Leider gibt es noch immer das Stigma. Wir haben heute auch mal kurz gesprochen über, was war der durchschnittliche Alter, wie ja, du sagst? Das ist leider noch immer, finde ich, in den letzten 25, 30 Jahren ist das immer noch nicht geändert. Es ist immer noch so, ab 70, 72 Jahre, dass die Leute sich das erste Hörgerät kaufen. Und das dauert leider immer noch 7 Jahre, ab dem Datum, dass die wissen, dass die einen Hörverlust haben, bis dass die den Schritt zum Akustiker machen. Und das ist einfach schade. Okay, und das ist ganz interessant. Also, wir oder ich habe gerade gesprochen über die Zielgruppe 45 Jahre. Die gehen also zur Bar-Restaurant. Da gibt es laute Musik. Die wissen gar nicht, dass die einen Hörverlust haben, aber die wissen, dass in dieser Situation sie nicht mehr gut verstehen können mit den anderen Leuten. Und dann gibt es der Hearable. Also ein Trageform True Wireless, kein Stigma, weil es ist kein Hörgerät. Und der bietet die Hörsprachverbesserung.
Also mich interessiert natürlich brennend, was dieses Produkt natürlich rein audiologisch für ein Potenzial mit sich bringt, weil für mich wäre das dann quasi ein neues Produkt für eine neue Kundengruppe, die ich als Akustiker bearbeiten kann oder halt auf die ich mich ausrichten kann. Ich bin ja so der Audiologe im Herzen und mein Kollege ist ja so mehr... Ich bin mehr die vertriebliche Seite, ja? Aber ich bin auch schon gespannt. Was bedeutet das am Potenzial, Fins? Das ist riesig, Jungs. Der erste True Wireless Kopfhörer war schon da in 2014 und in einem Jahr hat weltweit das einen Umsatz gebracht von etwas wie 2,5 Milliarden Euro. 2014. Die Erwartungen für 2025, also 11 Jahren, ist, dass das ganze Bereich Hörverbesserung einerseits, Audio-Video-Anwendungen andererseits, einen gesamten Umsatz bringen wird von 29 Milliarden Euro. Von den 29 Milliarden Euro wird es 3 Milliarden Euro im Hörverbesserungsbereich sein. Potenzial bedeutet das, durchschnittlichen UVP 800 Euro, etwas wie 3 750.000 Stück weltweit an Hearables verkauft wird. Reden wir über Lead-Generator. Wir reden über die Kenntnisse bei der Hörakustiker, um so ein Produkt zu verwenden. Der Hörakustiker ist jetzt in der Lage, um sich ganz deutlich zu unterscheiden, wie gesagt, von zum Beispiel in Deutschland ein Mediamarkt. Die wissen alles über Audio-Video, aber nicht in Kombination mit Hörverlust. Und ich denke, dieser Indikator ist ganz wichtig. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass von dieser riesengroßen Zahl, die du genannt hast, ein erheblicher Anteil in den Bereich der Gesundheit reingeht. Und ich glaube, das ist das Potenzial, was wir heben wollen und mit der Kundengruppe, die erschließen wollen. Am Markt, denke ich, zeichnet sich ja immer mehr der Babyboomer ab. Den haben wir auf der UConn in Köln auch sehr ausführlich besprochen. Der demografische Wandel ist nicht aufzuhalten. Da kommt ein Riesenbauch an Menschen auf uns zu, die eine ganz andere Haltung haben, ganz anderes Mindset. Ich höre von Akustikern in Fachgeschäften sehr, sehr häufig, dass sehr viele Kunden vorinformiert sind, mal eine Stichprobe ins Internet machen und dann daraufhin ins Fachgeschäft gehen. Was mich aber interessiert, ist so die grundsätzliche Reise eines, nicht Schwerhörigen, aber vielleicht erst einen Normalhörenden, der dann schwerhörig wird und so weiter. Und wir haben uns vorher kurz unterhalten und das wird jetzt meine Frau besonders freuen, denn sie ist der größte König der Löwen-Fan. Denn du hast vom Circle of Hearing Life gesprochen. Was hat es damit auf sich? Genau. Zum Beispiel am Flughafen diesen Sommer, es war riesig Druck hier am Schiphol Flughafen, da sieht man schon viele junge Kinder mit Hörschutz. Da fängt die Reise schon an, jung Hörschutz. Aber auch die wachsen bis 16, vielleicht 15 schon, gehen zu ein Konzert. Ich liebe Rammstein. Wir wissen, die Musik ist ganz laut. Da braucht man Hörschutz. Die Reise geht weiter. Man sieht sich ein Film, Video an, am Handy. Braucht man ein True Wireless Kopfhörer? Sennheiser. Reise geht weiter. 45 Jahre. Man ist, und das ist natürlich nur ein Beispiel, 45 Jahre, 52 Jahre, das macht nichts. Aber man geht zur Bar, Restaurant und kann seine Partner, Gesprächspartner nicht mehr ganz gut verstehen. Dann braucht man ein Hearable Produkt. Das ist, was wir verstehen unter die Circle of Hearing Life. Kann man dann auch dazu übergehen und schlussfolgern, dass die strategische Übernahme der Sennheiser-Gruppe durch die Sonova auch genau sich daraufhin ausrichtet? Genau. Sonova hat die Sennheiser Consumer Division akquiriert, genau um die Kunden früher ins Leben mitzunehmen auf die Reise, um ausendlich ein Hörgerät zu verkaufen. Und ich glaube, deshalb muss der Hörakustiker, nicht soll, aber muss die Hörakustiker die Zukunft umarmen, um zusammen mit uns der Kunde von Anfang ab mit den Kenntnissen, die ein Hörakustiker hat, auf die Reise zu nehmen, von Hörschutz, Babys, bis zum 72 Jahren, hast du gesagt? Genau, ja, so im Schnitt. 72 Jahre auf ein Hörgerät. Das ist der Hintergrund, weil die Consumer Division akquiriert ist durch die Sonova Group. Aber was mega spannend ist, ist die Kenntnis, wie du sagst, es wird, es,
offen einfach ein neues Potenzial. Es ist nicht so, dass die Akustiker Angst haben müssen, dass die damit die Hörgeräte Umsatz verlieren. Da kommt ein zusätzlicher Batzen mit Umsatz obendrauf, mit Potenzial obendrauf, was momentan gar noch nicht da ist. Und wie du sagst, die ganze Reise eigentlich ab Kinderzeit, Gehörschutz, Konzert, Gehörschutz und dann geht die Reise weiter, Hearable etc. Nach eigentlich das Hörgerät. Das ist ein ganz spannendes Thema. Die Reise ist spannend. Aber wie gesagt, und wir können das 10-mal sagen, lass uns nicht der nächste Nokia sein. Weil es geht vielleicht ein bisschen zu weit. Aber nur, liebe Hörakustiker, für Sie eine Gedanke. Was passiert heutzutage mit Ihrer Kunde, die ins Fachgeschäft kommen, Sie machen ein Screening und der Kunde verlässt das Fachgeschäft ohne Lösung. Da gibt es auch schon eine Lösung. Der Hearable wird da sein. Also deshalb ist die Zukunft ist großartig, wird sich ändern. Müssen wir umarmen, Jungs. Und dann passt das eigentlich auch mega gut zu den Unitron Experience Innovations. Mhm. Ja? Weil das ist eigentlich vorbereitet für diese Kundengruppen. Ja. Da reden wir über Lock-It-All, da reden wir über Flex, wir reden über Upgrade und so weiter. Ja? Über Sachen, die man über den App steuern kann. Und die Kunden, die angefangen sind mit dieser Hearable-Geschichte etc., die sind bekannt, die wissen ganz genau, okay, in diese Richtung geht es. Die wissen auch, dass es Bedarf gibt in gewissen Situationen. Sind auch fit, dass ein Hörgerät upgradefähig sein kann in der Zukunft. Ja? Und das macht das deutlich leichter. Ja. Ja? Das wird, was Adam gesagt hat, auch mit den Babyboomer. Komma. Ja, ja. So, überzeugt davon. Es wird einen neuen Kundenkreis geben und es wird deutlich mehr Potenzial geben. Die Bedürfnisse der Menschen werden sich, denke ich, auch in der Zukunft nicht ändern. Es wird immer mehr Schwerhörige geben. Wir werden früher an diesen Markt rankommen und immer weiter neuere Lösungen anbieten können. Von daher, denke ich, sind wir nach wie vor in einem sehr spannenden, sehr entwicklungsreichen, potenzialgetriebenen Markt unterwegs. Genau. Und das freut mich extrem, weil ich denke, die Bekanntheit von Sennheiser wird uns auf jeden Fall helfen, ein bisschen gemeinsam die Zukunft zu umarmen. Ja, soweit zum Interview. Jetzt haben wir natürlich eine Sache noch mit dabei. Ja. Das ist hier unser Yukon on the Road Rucksack. Und ich denke, an der Stelle hast du auch was mitgebracht, oder? Genau, absolut. Der Yukon on the Road Rucksack wird uns begleiten auf unserer Reise. Und bei jedes Interview werden wir mal sowas mit reinpacken. Und Vinz, du hast heute für uns von Sennheiser was mitgebracht. Natürlich. So, was packst du in den Rucksack rein? Es ist mir eine Freude, Jungs, um der Momentum to Wireless 3 Hearable Anwendung Audio Video, das Beste der Markt, im Rückensack zu stecken. Wahnsinn. Bitte mega, sehr. Danke. Und da bleibst nicht bei. Wir sind in Holland, Vince und ich sind Holländers. So, wir haben gemeint, wir müssen da typisch was Holländisch mit reinpacken. Holländische Stroopwafel packen wir auch in unseren Rucksack mit rein. Das heißt, den nehme ich jetzt mal wieder ordnungsgemäß an mich. Seien Sie gewiss, bei der nächsten Live-Event-Veranstaltung von der Yukon wird dieser Rucksack nochmal eine große Rolle spielen werden. Absolut. Auch in der Zukunft bei jedem Gesprächspartner werde ich den hier mit dabei haben. Vince, an der Stelle sage ich dir recht herzlichen Dank für deine Zeit, für die ganze Zeit. Danke für das nette Gespräch. Bleiben Sie uns alle gesund, bleiben Sie uns erhalten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis ganz bald bei der Yukon on the Road. Machen Sie es gut.